Er macht in München keine Ansagen mehr. Der FC Bayern hat sich am Samstagabend nach dem 1:1 in Nürnberg von Trainer Louis van Gaal getrennt. Damit zog der Rekordmeister die Konsequenzen aus einer für ihn verkorksten Saison. Nach dem Aus im DFB-Pokal-Halbfinale und in der Champions League ist Bayern nun in der Tabelle wieder auf Platz 4 abgerutscht. Damit gerät erneut das Minimalziel Champions League in Gefahr. Zu allem Überfluss sah Arjen Robben in Nürnberg nach Spielende wegen Schiedsrichterbeleidigung auch noch rot. Vorstand, Sportdirektor und Präsident haben reagiert und sich gemeinsam für eine Beurlaubung van Gaals entschieden. Präsident Uli Hoeneß hackte am Sonntag vor allem auf dem Verhältnis vom Trainer zu den Spielern rum. Van Gaal schüchterte einige Profis sogar ein. Bereits Anfang März hatten sich die Bayern und van Gaal wegen unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Clubs auf eine vorzeitige Vertragsauflösung zum Saisonende geeinigt. Jetzt soll Adriens Jonker, der bisherige Co-Trainer, das Amt bis zum Saisonende übernehmen. In der kommenden Saison wird Jupp Heynckes, derzeit bei Bayer Leverkusen beschäftigt, den Trainerposten in München bekommen. Große Schritte in Richtung Meisterschaft hat Borussia Dortmund an diesem Wochenende nicht gemacht. Spielerisch überlegen, aber mit viel Pech sah es fast so aus, als ginge der Tabellenführer in Hamburg leer aus. Ruud van Nistelrooy legte durch einen verwandelten Foulelfmeter in der ersten Halbzeit vor. Doch dann rettete Jakub Raschikowski den BVB durch einen Treffer in der Nachspielzeit zumindest einen Punkt. Und Jürgen Klopp ließ seine Anspannung schnell mal freien Lauf und legte einen sehenswerten Sprint an der Seitenlinie hin. Bayer Leverkusen erfüllte mit einem Sieg gegen Abstiegskandidat St. Pauli seine Pflicht und lauert nun mit nur 5 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze. Hannover erobert durch einen 2:0-Sieg gegen Mainz den dritten Tabellenplatz zurück, dahinter München und Mainz. Die Ausgangslage für den BVB ist gut. Verfolger Leverkusen hat am nächsten Spieltag mit Bayern München eine schwere Aufgabe vor der Brust. Borussia Dortmund hat bei noch 5 ausstehenden Spielen keinen Gegner der oberen Ränge mehr vor der Nase und noch 3-mal Heimrecht. Felix Magath und der VfL Wolfsburg haben ausgerechnet bei Magaths Rückkehr nach Schalke einen herben Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen müssen. Die Niedersachsen verloren gegen Magaths Ex-Verein mit 0:1 und geraten in Tabellenkeller unter Bedrängnis. Wir sind in einer Situation, in der wir jetzt immer punkten müssen. Die Wolfsburger stehen jetzt auf dem Relegationsplatz, dahinter punktgleich der FC St. Pauli. Mönchengladbach ist auch nach dem Sieg gegen Köln weiterhin am Tabellenende. Schalke hofft auf Europa League. Der FC Schalke 04 hat durch einen 1:0-Sieg gegen Wolfsburg den Sprung in die obere Tabellenhälfte geschafft und ist nur noch 6 Punkte vom internationalen Geschäft entfernt. Nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale und guten Aussichten in der Champions League stehen die Knappen vor einem erfolgreichen Saisonabschluss. St. Pauli legt Einspruch gegen Geisterspiel ein. Nach der skandalösen Becherwurf-Affäre in Hamburg hat das Sportgericht des DFB die Hanseaten mit einem Spiel vor leeren Tribünen bestraft. Der FC St. Pauli hat nun Revision eingelegt, damit er beim Nordderby gegen Bremen am 23. April nicht auf die Unterstützung der Zuschauer verzichten muss. Beckenbauer unterstützt ÖFB. Deutschlands Fußballkaiser Franz Beckenbauer macht sich im Rahmen des Projekts 12 für die Nachwuchsförderung des österreichischen Fußballbundes stark. Seit 30 Jahren oder fast 30 Jahren lebe ich hier in diesem Lande und ich fühle mich ausgesprochen wohl. Und wenn ich etwas dazu beitragen kann für den österreichischen Fußball, vor allem für den Nachwuchsbereich, dann tue ich das gerne. Beckenbauer setzt sich in dem Projekt Vom Talent zum Nationalspieler als Botschafter ein.